aus der Höhle raus und direkt rein ins moderne Vergnügen. So, it turns out that the vacuum tube I gave you for the previous test does not connect to the next test chamber. So, we are going to have to walk for a little bit. Ja, so viel dazu. Huh. Remember, if the future you'll try to warn you about this test, don't listen. Oh ja, ich liebe diese Anspielungen. Was haben wir hier so weit stehen? Ach, Fuel. Fuel, ja. Sprit, Benzin, Tank, suche es euch als. Gibt viele Interpretationen dafür. Gut, ich gehe mal davon aus, es ist. This elevator is malfunctioning, so we will have to turn around and see if we can find somewhere else where we can continue our tests. Wollte ich zumindest auch gerade mitteilen. Aber sehr nice, dass man sogar auch hier die Töne von Grillen und freier Natur natürlich hier mit hört, obwohl wir uns eigentlich alles andere als irgendwo draußen uns befinden. Okay. Ach, dieses Mal sogar jetzt mit zu. Das heißt, das war jetzt noch ein optional. Also, nein. This test chamber was for another test, which we are not assigned to. It was supposed to be solved with a portal gun. Wicked stuff. I'm sure there's a way we could solve it in our way. Also ja, es war eigentlich mehr als offensichtlich, dass man hier wieder raus kann und dass sich dann auch die Tür mit schließt, aber naja gut. Und hey, das sieht man doch so aus. Ja, das ist ein fast 1:1 Nachbau von der Portal 1 Kammer. Möglicherweise auch Kammer 5, weiß ich nicht. Na gut. Gut, man kann im Übrigen auch sich die komplette Portal 1 Radio Challenge sich mal mit reinziehen, die ich auch mal mit gemacht habe, zuerst gestreamt und dann die drei letzten Parts dann auf also nochmal nachgespielt, weil dann quasi das Spiel etwas sehr leicht verbuggt war und dass dann dementsprechend die Elemente irgendwo random durch die Gegend hausten und natürlich dann auch durch den Boden mit flogen. Also könnt ihr euch mal gerne mal mit reinziehen. Na gut. Natürlich war das noch nicht alles. Das kommt ja auch noch. Ja. Lass mich raten, wir haben da nicht zufälligerweise dann dahinter dann wieder so ein Glasbereich und du gehst dann da durch, zack, und machst dann darüber. Also, erwartungsgemäß würde man sagen ja, aber praktisch gesehen erst einmal noch nein, weil. Naja, weil du sonst normalerweise mit Portalen agieren würdest. Und ich denke mal, die Portale hier sind auch nur zum Mittel, also nur ein Mittel zum Zweck da. Die sind einfach nur da, sonst gar nicht. Und der arme Schlucker, der dann hier in diesem Büro mit sein sollte, der kommt ja nie wieder raus. Der muss ja ein wirklich schlechtes Leben haben. Kann man irgendwo hier oben lang? Ne, dafür hat er mit gesorgt. Na gut, also das ist schon ein bisschen sehr offensichtlich, dass man dort oben vielleicht hätte etwas mitfinden können. Oder hier unten? Nein, auch nicht? Na gut, dann nicht. So. Hi, warte mal, wenn ich den Namen jetzt richtig ausspreche, Timo96. Ja, Grüße geht natürlich raus. Ja, also, ja, freut mich natürlich auch, dass du die Hammer Tutorials mit anschaust. gerne. Kannst natürlich ja gerne mal mit reinschauen, wie ich mich hier so ein bisschen hier mit Aperture Tech mich hier rumbegnüge. Und ich habe zumindest auch vor, dass ich hier die. Hammer Tutorial Videos, ich muss mal überlegen, ich glaube, die habe ich irgendwann Anfang oder Mitte Dezember 2016 rum aufgenommen und ich habe mir so diese alten Videos mir mit angeguckt, man erkennt ja fast gar nichts mehr und die alte Video- und Tonqualität war auch nicht so Bombe. Ich glaube, dass ich diese vielleicht noch mal neu mache, vielleicht dann auch in englischer Sprache, um dann dementsprechend das, ja, das Feld damals zu erweitern, aber muss ich mal sehen, hier, wie ich das damit mache.
aber zumindest, ja, freut mich natürlich und es macht natürlich auch einen riesengroßen Spaß. Falls du im Übrigen da Wünsche dazu hast, zwecks hier, wie macht man das oder das oder das, kannst du mal gerne reinschreiben, sei das jetzt hier im Chat oder dann später auch auf YouTube, weil ich das dann auch dann später auf YouTube dann mit, ja, veröffentlichen tue. Sag mal Bescheid. In der Zwischenzeit. Nicely done. I couldn't have done it better myself. Now, we have to find a vacuum delivery system to get you to the next test chamber. So, das war natürlich halt eben das Signal, ja, gut, dass du mir jetzt gefordert bist. Es wundert mich halt eben nur, man kann zwar das Geräusch von dem Alert mit hören, aber man sieht das Bild nicht. Und ich habe bisher keine Ahnung warum. Oder eher gesagt, noch immer keine Ahnung warum, weil das ist jetzt nicht das erste Mal, dass mir so etwas hier aufgefallen ist. Okay, do not enter. Da soll ich nicht hin. Wieso heißt es eigentlich, dass ich dann doch dorthin soll? Haha! Was hat man denn wohl da denn auf uns? Denn für eine Überraschung denn hinterlassen? Okay, verstehe. Hier gibt es dann auch etwas. Also hier gibt es ein Secret und dann noch ein Secret des Secrets. There it is. Just jump in and we'll be on our way. Ah, okay. Und wir haben ja was? Ah, kann ich bisher noch nicht ganz genau erkennen. Wo geht's denn hier überhaupt lang? Ach, ich kann hier rein? Oder soll ich da rein? Moment. Wenn es da tatsächlich mit lang geht. Also war das halt eben doch kein Secret, weil das sah halt eben so aus, da nicht reingehen und deswegen sagst du doch, ich gehe da jetzt rein. Wir haben sogar jetzt noch immer unsere, ja, unsere Farbgebung. Die haben wir natürlich jetzt noch. Vielleicht können wir die doch noch mitnutzen. Unreason. Okay. Was bewerkstelligt man dann damit? Hier kann man zumindest auch nichts machen. Naja. Es war zumindest ein Ansatz. Ach so. Stimmt, jetzt muss ich ja hier raufkommen. Na gut, das kann ich ja auch halt eben dann... wo bin ich hier durch? Da bin ich hier durch. Genau, hier bin ich durch. Zack, rüber und... Ich sagte zack, rüber... Und fertig. Ja, diese schönen Fofi-Effekte. Naja, was soll's. Ah, und es geht hier lang. Und ich muss sogar noch ein bisschen mit nachhelfen, sonst bleibst du auch mal im Bett stecken. Und es geht immer tiefer mit uns. Immer tiefer. Nein, sag mal nicht, es geht wieder ab in den... Untergrund und war da jetzt oder irgendetwas? Das geht alles viel zu schnell hier. Ich kann ja noch nicht ganz richtig nach hier die ganzen Folgen. Und wer hat eigentlich diese ganzen Rohre hier mitgebaut? Und es wird wieder dunkel. Tja, schade. Dann war das wohl nur ein ganz kurzer Augenblick von hey, wir gehen mal in die Moderne. Now, this test does make use of portals as a testing element. If you've never bumped into them before, they're pretty straightforward. Dingy goes in, dingy goes out. Okay, arbeiten wir also jetzt doch mal wieder mit Portalen. Und wie ist natürlich so mit schönen heißen Tod, auch so eine Referenz aus Portal 1 mit Glados, was dann eben schnell in ein Portal reinmacht, kommt dann eben auch schnell wieder raus. Das soll wohl dann wohl so der reguläre Zugang womit gewesen sein und Abgang? Erstmal schauen. Erst einmal die Map erstmal etwas erkunden, bevor man überhaupt anfängt, hier irgendwie ein Rätsel hier mit zu lösen. Na gut, also dieses Art von Secret, das war natürlich jetzt mehr als offensichtlich. Also, dass dann hier keins ist. Wozu ist das dann da?
Ich glaube, das werden wir noch herausfinden. Okay, das ist also... dafür ist es eingesetzt. Dann müssen wir natürlich erstmal wieder viel einfärben. Also ich kann mir zumindest nicht vorstellen, dass wir jetzt nur mit der blauen Farbgebung hiermit agieren. Das muss ja dann noch irgendwann mal in Richtung Orange mitgehen. Und dort drüben kommt man zumindest nicht dahin. Es sei denn, es ist doch möglich, aber da... Naja, es war ein Versuch. In manchen Fällen klappt es. Dann kannst du dich einfach hier am Rand hinbewegen und dann springst du einfach, weil diese winzig kleine Fläche dann schon safe mit ausreicht. Aber na gut. Wir akzeptieren mal, dass das einfach nicht mitgehen sollte. Und wir holen jetzt erstmal den Würfel, bringt den hier mit rüber, stellt den hier mit drauf. Macht dann da das Portal, dann darüber und irgendwie geht dann der Rest weiter. Na dann, Bibi ab, Scotty. Ich weiß noch nicht ganz schlau, wozu das hier da ist. Aber wir werden noch sehen. Und bestimmt, lass mich raten, mit Highspeed kommen wir ja also irgendwie hier raus, dann hier rauf und dann dort drüber. Weil hier gibt es ja sonst keine andere Möglichkeit. Oder? Nein. Vielleicht ist es doch möglich, aber man muss wohl den passenden Pixel wohl betreffen. Na gut, was soll's. Ich lasse es jetzt. Wir wollen ja schließlich hier noch etwas mitreißen. Okay, wozu? Ah, verstehe. Warte mal, ich komme mit Highspeed dort rein. Komm hier runter gedönert und in dem Moment, wo ich dann hier wohl mit reinspringe oder vielleicht hier rauskomme, muss der Würfel weg vom Button. Damit dann hier der. Ach so, das ist so. Ja, okay, gut, das ist so beabsichtigt. Ich dachte, das jetzt hier wäre nur etwas rein optionales. Aber wenn man da zumindest mit sieht, da gibt es ja dann auch dort eine Aufschrift wie Exit. Hey, Kurakami, yay, Grüße! Wir bespritzen hier alles. Also mit Farbe. Du weißt schon wie. Wir wollen ja mal ein bisschen Niveau zeigen. Niveaulos können wir halt eben dann wieder in Richtung Wochenende dann wieder mitgehen. So. Diese Musik, die kenne ich doch. Die ich doch hier höre. Irgendwie kenne ich doch diese Musik. Are a piece of cake. Nothing out of this world. It's time to increase the complexity just by one variable. Aber hey, hier kann ich wenigstens auch wieder ein bisschen Farbe mit bespritzen. Der Ausgang sagt zumindest, der wäre dort oben, aber irgendwie glaube ich auch dem Ganzen hier nicht. Man kann doch mal löschen. Safe. Doch auch hier irgendwie lang. Warum sollte man bitteschön unbedingt dem regulären Weg mitfolgen? Haha! Nein. Oh, schade. Na gut, wenn jetzt dieser Steg jetzt hier nicht mit gewesen wäre, dann hätte ich ja eben jetzt hier zack darüber springen können und das war's. Ach so, natürlich, der Rückweg hier. Na gut, ja, wenn kein Rückweg sonst regulär mitgegeben wäre. Okay, tun wir einfach mal so, als ob wir das nicht gesehen hätten. Aber sonst bieten ja solche Maps hier generell Ansatzpunkte für irgendwelche Secrets. Und ich nehme ja schon wieder seit gut einer Stunde schon wieder hier auf. Also streame schon seit einer Stunde. Läuft.
dann beam me up, Scotty. Sehr nice, diese Transitions, die wir mit am Start haben. Aber wo kommt denn eigentlich bitte schön diese Luft her, sodass du dann hier reingesaugt wirst? Da muss ja dann ein gigantischer Unterdruck irgendwo am Ende mit sein und... Ja gut. Warum fange ich jetzt überhaupt an, so rein physikalische Aktivitäten jetzt mit auszuüben in einem Spiel, in einem Computerspiel? Hey, Kapitel 2, Beschleunigungsskill. Geil, nice. Leute, das war jetzt bisher nur Kapitel 1. Also, das heißt, das kann nur noch richtig... Das heißt, das kann jetzt richtig toll werden. Und dieses Mal haben wir nur Beschleunigungs-, aber kein Sprunggel. Nice. Da haben wir ein Control Room. Wir müssen das erstmal aktivieren, damit wir dann dort mit reinkommen können. Was meinst du hier? Das letzte Mal, als du Premium-Zugang zu einer bestimmten Seite hattest, wie sieht das da aus? Aber ich glaube, lass es mal lieber. Nur autorisiertes Personal darf das mit tun. Wir sind autorisiert. Wir müssen Knöpfe drücken. Im Namen der Wissenschaft, es müssen Knöpfe gedrückt werden. Safety first. Sicherheit geht vor. Fun Fact, wir hatten sogar auch bei uns, bei der Bundeswehr, hat man sogar einen Kameraden gehabt, der hieß sogar mit Nachname Sicherheit. Da haben wir quasi auch immer aus Fun-Gag immer gesagt, Sicherheit geht vor. Ja, 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 ja. Okay. Aber der Typ, der war doch noch ganz schön dufte. Hier haben wir sonst auch nichts mehr. Alright, damit haben wir also jetzt diesen Weg jetzt nur hinter uns gebracht, um diesen Knopf mit zu drücken. Und natürlich, und jetzt brauchen wir unser Gel. Great! Now use your gel gun to actually get to the testing site out there in the gorge. Ja, blaues Gel ist deaktiviert, ist mir aber vollkommen egal. Hauptsache orange, das Gel funktioniert jetzt. Moment, zunächst erstmal färbe ich hier noch ein bisschen was mit ein. Das sieht aus, das sieht aus. Das muss ein permanenter Druck sein. Was ist denn überhaupt damit? Wenn du zu wenig Schwung hast. Na gut, ja, du kannst ja hier regulär wieder Anlauf nehmen. Ach, was soll's. Einfach mal mit vollem Möhren dort reinzimmern und dann geht's los. Whee! Bams. Ach, natürlich, die Crusher. Portal und die Crusher, wer kennt die nicht? Auch wenn es die so gesehen nur in Portal 2 gibt. That thing crushes you to death. Its official name is the Aperture Science Cold Work Apparatus. We should simply call it the Crusher. Easy to remember. Naja. Ich stelle mir wirklich die Frage, ob es dort noch irgendetwas mit hätte gegeben, also hätte geben können. Ich glaube, ich sollte das Timing mal ein bisschen besser im Auge behalten. Careful now. That thing crushes you to death. Its official name is the Aperture Science Cold Work Apparatus. We should simply call it the Crusher. Phew. Nicely done. You know? We actually have one guy whose only job is to name all the Aperture Science patented devices. He even came up with that term. Gut. Beim zweiten Mal ist man wenigstens etwas besser dran.